Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Lag. Heieiei. Wow, krass. Let's Lag, Pokémon Mystery Dungeon. Ja, ich bin bereit. Okay, wir sind soweit. Ziehen wir los. Yo. Die Einstellungen sind wohl immer noch nicht so super, die ich hier vorgenommen habe, um aufzunehmen, aber na, was soll's. Kann ich jetzt nicht ändern. Ist es halt so. Mann, das ist. Irgendwas muss ich mal demnächst anders machen, irgendwie. Komplett nochmal alle Sachen überdenken. Synthese. Nee. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Steckt 3, um 1 und um 1 um 1. Okay. Eine TM? Tarnstein. Ist jetzt auch nicht unbedingt so vonnöten. Slackt echt sehr, oder? Also, ist ein bisschen doof. Ein Kecleon-Laden, cool. Gustosam brauchen wir nicht, Pilsifschall nicht, Wuchtorb nicht, Klargummi auch nicht, da ist nichts. Aber wir nehmen. Na, können wir nicht, wir haben keinen Platz im Inventar. Toll! Super. Super duper. Treppe, nice. Ja, unsere Mission. Das Zahnrad der Zeit holen. Oh Mann. Ob wir das schaffen? Ob wir die Lähmung des Planeten allgemein überhaupt verhindern können. Ich hoffe es. Ich hoffe es echt. Ich will doch nur später eine rosige, schöne Zukunft haben. Ja, Mann. Okay, Mann. Sackgasse. Ich hasse Sackgassen. Hat, ne, was? Es ging Megasauger auch noch daneben. Ich könnte die KP ein bisschen ge. Dein Ernst? Bisschen gebrauchen. Treppe, okay. Oh! Nächste Ebene, das Gift ist weg. Oh, wir regenerieren wieder KP. Schöne Sache, schöne, schöne Sache. Hallo, Hunduster. Ein Hundemorn. Stimmt, Hundemorn. So. E5, ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen waren das? Ich hab keine Ahnung. Weißt du was? Wir essen den Apfel mal. Jo, Doki essen. Hallo, Trassler. Ah, wow. Das war krasses Damage. Heilige Scheiße. Kinoso. Blättertanz. Oh Gott. Wie oft. Nein. Okay, verwirrt. Oh ja. Alter, wie oft macht es das denn? Heilige Scheiße. Hallo! Lieber Kadabra. Rollentausch, dein Ernst? Bodyguard. Was brauchen wir denn nicht? Einen Samen brauchen wir nicht. Können wir lieber Bodyguard mitnehmen? Bringt bestimmt ein bisschen was an Geld. Ich meine, die Attacke brauchen wir eh nicht. Ich werde sie eh keinem beibringen. Ich habe bei Pokémon meistens nur Attacken, die irgendwie wirklich Damage machen halt. Ich habe nie irgendwie, weiß nicht, andere Attacken. Ich weiß nicht warum. Ich würde sie eh nie einsetzen. Ja. Naja. Stimmt, ich wollte noch ein Video drehen. Meine, was, wie hat es genannt? Meine fünf schlimmsten Ticks oder so. Oder Macken, die ich habe. Sowas wie, ja, nur männliche Pokémon aufnehmen. Oder wie das jetzt zum Beispiel auch nur Attacken, die Damage machen, im Pokémon benutzen. Ich weiß nicht. Ach komm, den Apfel essen wir jetzt nicht. Ups, ich wollte gar nicht hochgehen. Ach komm, mach du was, Routine. Zack. Was hatte ich denn noch so? An. Aua. Aua. Das war krasses Damage. Genau. Oh, mein zwanghafter. Mein. Nein. Mein schlimmer Zwang, einfach immer Symmetrie zu haben. Auch wenn ich was esse oder so, das ist so schlimm. Oh, nee. Ach komm. Obwohl, das bringt wahrscheinlich mehr als irgendwie so ein Samen. Mann. Ja. So. Tausch. Ja, auch beim Essen. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas esse, habe ich diesen Zwang jetzt zum Beispiel, wenn ich Tic Tacs esse oder so. Ich brauche erstens eine gerade Anzahl an Tic Tacs, die ich esse.
Denn dann habe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt 4 Tic-Tacs esse, habe ich 2 auf der linken Seite und 2 auf der rechten Seite. Und das ist immer bei Essen so. Das ist mega schlimm. Es ist so, also, es ist so oft so anstrengend, das glaubt ihr nicht. Oh Mann. Was habe ich denn noch? Es gibt noch so vieles. Ich habe mir zum Beispiel schon vor längerer Zeit angewöhnt, auch nicht mehr so ganz normal, was, so was, was meinst du, was? So, ich kann es gar nicht mehr normal sagen. So, ja, das ist normal so zu sagen, sondern wirklich angewöhnt, dieses was in die Länge zu ziehen. Sowas wie, was? Oder sowas in der Art, das ist, oh, schlimmste Angewohnheiten, genau, so, das kann, so kann ich das nennen. Das Video wollte ich noch machen, genau. Oh Mann, das ist, nee, nee. Aber was habe ich denn noch? Es gibt so vieles eigentlich. Fällt mir jetzt spontan gar nicht alles ein. Aber es gibt echt verdammt vieles, was ich mir so angewöhnt haben, hab. Alertoskope, das nehme ich auch gern mit. Statt den Schlafsamen, komm. Nee, das ist unglaublich. Unglaublich. Ein Gelbgummi, das nehmen wir doch gerne. Essen Doki. Schmeckt ein bisschen, ja, ist okay. Die Kuh steigt etwas. Nee, die Kuh steigt ein bisschen. Okay. Ah, wir haben kein Dings mehr. Keine AP mehr für Megasauga. Scheiße. Yay. Fuck. Wir haben es nicht geschafft. Ja, Mann, ich brauche Belebersamen. Aber wir haben jetzt mehr Platz in unserem Inventar. Wir haben mehr Platz. Ja, dieser Ort. Ja, komm. Ja, nee. Komm. Ja, wir haben jetzt definitiv mehr Platz in unserem Inventar. Wir haben noch die Top-Elixiere. Ja, unsere Kraftbänder haben wir auch noch. Alles okay. Alles gut. Hä? Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Und noch einmal versuchen. Ich hätte den Schritt nicht nach oben gehen sollen. Ich hätte erstmal eine Sinelbeere essen sollen. Fuck. Ja, es war definitiv mein Fehler. Das war mein... Oh. Aber diese Killia hat mir auch ein Damage gemacht, ey. Oh. Das hat mich gerade echt so ein bisschen abgefuckt. Oh, Mann. Ich bin ja überlegen noch die ganze Zeit, was ich noch so für Macken habe, also für Angewohnheiten so. Ich weiß es gar nicht. Genau, eine meiner schlimmsten Angewohnheiten ist auch, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel LOL zocke. Und, ja. Ich gehe im Lordscreen immer eine rauchen. Egal, ob das Game davor gerade nur 10 Minuten gedauert hat oder so, ich gehe im Lordscreen immer eine rauchen. Ich weiß nicht warum. Das ist so eine Angewohnheit geworden. Ich gehe einfach immer dann eine rauchen. Das ist auch total schlimm, vor allem ziemlich ungesund. Aber sonst, manchmal zum Beispiel ist es auch so, dass ich einfach dann einfach total wenig rauche, weil ich zocke zum Beispiel gerade keinen LOL oder so. Und dann gleicht sich das, sag ich mal, wieder aus. Oder wenn ich feiern gehe oder so. Oder einfach nur allgemein, einfach draußen bin die ganze Zeit. Aber ich glaube, das hat jeder das Problem. Dass man dann einfach viel mehr raucht, als würde man jetzt zum Beispiel nicht den ganzen Tag draußen sein. Ich weiß nicht, ich rauche einfach viel mehr, wenn ich die ganze Zeit draußen auf der Terrasse sitze zum Beispiel. Bei mir zu Hause hier. Ich weiß auch nicht warum, das ist auch... Aber das, wie gesagt, ich glaube, das ist ein Problem, das haben viele. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte es mir denken. Hallo, Kinoso. Du und dein Blättertanz, ey. Das ist auch eine ziemlich coole Attacke eigentlich. Das einzige Problem ist halt die Verwirrung danach. Gibt es ein Item, was einem vor Verwirrung schützt? Weil dann wäre Blättertanz die super perfekte Attacke in Kombination mit dem Item.
Müssen wir mal gucken. Was denn noch? Was habe ich denn noch so für Macken? Mir fallen bestimmt noch ein paar Sachen ein. Hallo, Trassler. Ich wurde eben von der Curlia besiegt, von deiner Entwicklung. Nicht cool. Definitiv nicht cool. Auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Noch irgendwas. Fällt mir noch irgendwas ein? Auf dem Rechner zum Beispiel. Genau. Ich habe so viele Sachen auf dem Rechner, aber ich habe nichts auf dem Desktop eigentlich. Das ist auch so eine Macke. Ich habe nichts auf meinem Desktop gespeichert. Ich weiß nicht, also gut, das ist jetzt keine richtige Macke, aber halt diese, auch wieder diese Ordnung. Ich bin nirgends ordentlich, nur in meinem Rechner. Das ist die einzige, ja, das ist die einzige, schon fertig, Alter. Der einzige Platz, wo ich richtig ordentlich bin. Was habe ich gerade für ein Gummi aufgehoben? Ich habe gerade ein Gummi aufgehoben, oder? Genau, ein Orangegummi. Oh, perfekt. Für Dragon. Was soll ich sagen? Genau. Ich weiß nicht, mein Zimmer zum Beispiel ist eigentlich total unordentlich. Aber mein Rechner muss immer ordentlich sein. Ich habe alles auf meinem Rechner ordentlich sortiert, ordentlich irgendwo eingeordnet. Ich habe auf dem Desktop zum Beispiel nichts halt, außer mein Mülleimer. Dein Ernst, jetzt teleportiert sich das Ding weg. Und dann ein Ordner für Programme. Mehr nicht. Und halt, ja gut, zwischendurch halt die Videos, die ich aufnehme, denn die Rohdatei wird halt auf dem Desktop produziert. Und halt dann das Bild aus dem Spiel, was ich dann halt fürs Thumbnail benutze. Aber das ist danach halt sofort wieder gelöscht. Sonst ist alles total sortiert, auch auf meiner externen Festplatte, wo ich halt sonst den meisten anderen Kram habe. Alles sorgfältig, komplett sorgfältig sortiert. Ich hab... Oh mein Gott, wir sind schwer vergiftet. Was ist das für ein Item? Fokusstoß. Oh, das ist cool. Mein Videos-Ordner zum Beispiel. Der ist einmal unterteilt in... Let's Plays. In dem Let's Plays-Ordner ist dann nochmal jeweils ein Ordner für das jeweilige Projekt. Und dann... Ja, in dem Videos-Ordner ist noch anderes. Dann noch Real Life. Und noch irgendwas, glaube ich. Und da drin ist halt auch trotzdem nochmal alles komplett sortiert. Ich weiß nicht, wie viele Ordner ich allein in dem Video-Ordner habe. Ich glaube, ich habe... Allein in dem Ordner habe ich 100 weitere Ordner. Das ist total schlimm. Ich weiß nicht, warum. Es ist nicht schlimm halt, aber es ist ziemlich übertrieben. Es ist halt echt eine krasse Angewohnheit von mir, dass ich sonst total nicht ordentlich bin, aber nur auf meinem Rechner. Was soll's. Ist ja auch, ich meine, der Rechner ist ja auch der Platz, an dem ich die meiste Zeit verbringe, ne? Was habe ich denn noch? Genau, Musik hören im Auto oder generell auf irgendeine Anlage, die eine Anzeige, Musikanzeige hat. Von Zahlen her. Also so eine, ne? Lautstärke ist jetzt auf 5 oder auf 20 oder so. Und ich muss immer eine Zahl haben in 5er Abständen. Entweder 5, 10, 15, 20, 25, 30 und so weiter. Sonst komme ich darauf nicht klar. Sonst kann ich diese Musik nicht hören. Also sonst bin ich total aufgedreht und kann mich nicht konzentrieren und muss die ganze Zeit daran denken, das ist nicht auf 5, sondern auf 6. Oh Gott. Ich weiß nicht warum, das ist total schlimm. In vielen Fällen regt das die meisten Leute wahrscheinlich auch auf. Aber ich weiß nicht, das ist so schlimm. Das ist eine mega schlimme Angewohnheit bei mir. Oder auch, was habe ich noch so? Oh, es gibt so vieles eigentlich. Es gibt so verdammt vieles. Aber was soll's. Hier lang. Hallo Curlia. Du bist kacke. Keiner mag dich. Nein, ich bin...
Hohoho. Eieieiei. Ein Orb noch nehmen. Wandelorb, okay. Kommst du durch? Nein, wir sind immer noch nicht durch. Ich habe keine Sinelbeere mehr. Wenn jetzt nochmal eine Kylia kommt, Alter, ich bin im Arsch. Ich bin so hart am Arsch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hallo, Vulnona. Aber da ist die Treppe, okay. Okay. Da ist die Treppe. Noch den Orb einsammeln. Angstorb, okay. Nein! Ich hab Angst. Das war jetzt vielleicht nicht so schlau. Setzen wir mal einen Mega-Sauger ein, vorsichtshalber, damit wir jedenfalls ein bisschen KP wiederbekommen. Zack. Oh Gott. Oh, gut, nein! Konfuschrei. Dein Ernst? Ich will weg hier. Okay. Hier lang. Immer schön aufpassen. Ich will ja nicht nochmal sterben. Was ist das hier? Ein lila Gummi. Essen wir mal. Könnten die ganzen Gummis auch aufheben für Haru, aber... Egal. Oh, noch. Oh, schön. Warte, wie viel Gold? Oh, wir haben echt genug Gold eigentlich. Ausdauerband und Zinkband. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir nehmen aber das Schwarzgummi. War kostet, jo. Kein Ding. Okay, so. Komm, sind wir jetzt. Oh, sind wir jetzt bald endlich mal durch? Ich weiß nicht mehr, wie viele Ebenen hier waren. Mann. Ist der Mr. Part bald vorbei? Eieiei. Komm schon. Oh nein. Eine Kylia. Nein! Oh. Hallo, Kylia. Geh weg. Oh. Wir sind Level 34, okay. Immerhin, also. Wir kommen. Echt gut was an Level auf. Oh Gott. Hä? Nein, daneben. Schaufler, dein Ernst. Begrenzer? Okay. Wir können also uns nicht bewegen, okay. Nee. Handlungsunfähig, handlungsunfähig, handlungsunfähig. Ist okay, danke. Magen knurrt. Es ist, ja. Bisschen doof. Bisschen nervig, aber egal. Glut. Aua. Oh, da sind noch ein paar Orbs, die will ich haben. Hätte ich sie vielleicht nicht aufheben sollen, ich weiß es nicht. Doofe Vulnona. Hä, Biss. Okay. Süße Box, schön. No, E19. Dann dürfte hoffentlich bei E20 Schluss sein, oder? Nein, natürlich nicht. Schaffen wir diesen Dungeon? Ich weiß es gar nicht, ey. Ich hoffe. Energieball. Oh, Energieball ist eine super Attacke. Wir haben noch ein Schwarzgummi, komm, essen wir das schnell. Oh Gott, ich dachte gerade, sie macht Konfusion oder so. Oh. Ich hatte gerade schon Angst. Ich hatte gerade schon richtig Angst. Explosivsamen, Reinsamen brauchen wir beides nicht. Gut, dann gehen wir hier lang. Und hier lang. Und bekämpfen nicht das Pokémon. Denn Reptane regelt. Nein! Verdammt, zu weit gelaufen. Ja! Oh, wir haben es geschafft! Tiefes Schemengehölz! Sieht ein bisschen dunkel aus. Was ist das? Oh, ich glaube, die Zeit bleibt schon langsam stehen hier. Ja. So langsam. Oh, verdammt, ey. Die Zeit. Sie steht hier stehen. Aber haben Sie nicht. Kurz bevor wir mit dir in die Zukunft verschleppt worden sind, Reptane. Zwölfe, Vesprit, Tobots. Ich vertraue euch die Aufgabe an, es zu Ende zu bringen. Ja, wir wissen Bescheid. Wir haben die Zahnräder der Zeit wieder. Und wir werden sicherstellen, dass sie wieder dahin kommen, wo sie hingehören. Das ist eure Aufgabe. Haben Selfe und seine Freunde nicht da nicht versprochen, dass sie die Zahnräder der Zeit wieder an die vorhergesehenen Stellen bringen? Aber die Zeit steht hier noch immer still. Das könnte bedeuten, dass die Zahnräder der Zeit wurden nicht an die für sie vorgesehenen Stellen zurückgebracht. Na, das werden wir feststellen. Das Zahnrad der Zeit dieses Waldes war immer an dieser Stelle. Es ist noch da. Die Lähmung des Planeten beginnt, Alter. Aber was ist das? Es ist ein Zahnrad der Zeit.
Da gibt es kein Vertun. Aber die Zeit hier scheint angehalten zu haben. Hier bläst kein Wind. Seht ihr, diese Blätter sind wie erstarrt. Hier hat die Zeit angehalten. Aber das Zahnrad der Zeit ist da, wo es hingehört. Warum ist das so? Naja. Tschup. Wer nimmt das Zahnrad der Zeit? Jetzt hat sie wirklich angehalten, die Zeit. Hey, was hast du getan? Ja, die Zeit hatte ich schon angehalten. Es macht deswegen keinen Unterschied, wenn ich das Zahnrad der Zeit mitnehme. Außerdem, etwas anderes ist viel beunruhigender. Viel beunruhigender? Vergesst es. Gehen wir schon weg von hier. Übrigens, Dragon, es gibt da etwas, das du für mich tun könntest. Was denn? Bevor du zurück zur Tohaido-Klippe gehst, hätte ich gerne, dass du vorher in Schatzstadt ein paar Informationen sammelst. In Schatzstadt? Ja, und Folgendes solltest du für mich herausfinden. Versuche alles herauszufinden, was gerade in dieser Welt passiert. Okay, ich werde es herausfinden. Jeder glaubt, dass ihr in die Zukunft gegangen seid. Daher... Ja, schon klar. Wüsste man, wie, dass wir zurück sind, gäbe es einen Aufruhr. Ich verhalte mich ruhig und höre mich um. Ich zähle auf dich. Okay, gut. Oh Mann, ey. Oh Mann. Gut, Leute, aber hiermit beende ich jetzt erstmal den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.